Hallo liebe Schützengeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Monatsorakel. Heute für die zweite Junihälfte. Wie immer starten wir mit eurer Grundüberschrift. Ihr könnt auch die Legung zu eurem Aszendent anschauen, den ihr kostenlos auf astro.com analysieren lassen könnt. Bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein, es sind kollektive Legungen, also Mann, Frau, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Die erste Karte ist von alleine rausgefallen, das sind die 8 der Schwerter. Hier gilt es, Gedankenräder abzuschalten, und wenn sich euer Gedankenrad oder euer Verstand in Sachen einmischt und euch alles kaputt machen möchte, da habt ihr die Aufgabe, Stopp zu sagen. Ja, sehr, sehr wichtig. Vielleicht möchten sich hier auch andere Menschen in eurem Leben einmischen, dann zeigt ihnen bitte die Grenzen auf. Dann haben wir die große Arkana, den Stern. Vielleicht habt ihr es hier mit Wassermann-Geborenen zu tun. Ansonsten gilt es, euer Selbstbewusstsein aufzumöbeln, zuversichtlich zu sein und intuitiv eure Visionen umzusetzen. Ja? Also hier kommt geistige Führung und Klarheit ins Spiel. Und wir haben den Magier, die nächste große Arkana, wo es um Kommunikation geht, um magische Fähigkeiten, die ihr euch angeeignet habt, um jetzt alles bravourös zu meistern. Diese Message, diese Karte sagt euch, ihr habt jetzt alles, was ihr braucht, um eure Vision umzusetzen. Der Magier ist nämlich keine Entwicklungskarte, also ein Entwicklungsweg, sondern ein Status, ein Fakt. Das ist jetzt so. Ihr habt alles, was ihr braucht. Gebt Gas, legt los. Wir schauen uns jetzt noch in den Zigeunerkarten die Details dazu an. Vielleicht habt ihr auch einen Menschen, der euch unterstützt, eure magischen Fähigkeiten zu stärken. Ja? Den Mittelpunkt der Legung macht der Dieb. Hier können eben die Verhaltensmuster, den Verstand, also die Verhaltensmuster können hier angesprochen sein, wie ich anfangs mit dem Hamsterrad erklärt habe. Das können eure eigenen Muster sein, das müssen nicht immer Menschen aus eurem Umfeld zum Beispiel sein. Daneben haben wir die Reise und die Krankheit. Vielleicht hindert euch dieses Gedankenrad am Weiterkommen und ihr verrennt euch irgendwo, anstatt euch selbst zu beobachten. Der Wassermann-Geborene hat die Fähigkeit, Beobachter zu sein, aus dem Hamsterrad auszusteigen, eben zum Beobachter der eigenen Gedanken zu werden. Und das könnt ihr euch aneignen. Oder Wassermann-Menschen machen es euch vor. Oder genau die sind der Dieb, die euch hier verrückt machen und ihr wollt jetzt aber weitergehen. Lasst euch hier nicht aufhalten. In Gedanken liegt das Kind. Hier geht es um einen Neuanfang, um innere Kindthemen, die vielleicht von diesen Themen herrühren, die ich gerade in den Raum gestellt habe. Es kann um eure eigenen Kinder gehen, wenn ihr welche habt. Vielleicht habt ihr auch Kinderwunsch oder es geht hier um die Kinder vom Partner. Oder vom Umfeld. Im Unterbewusstsein haben wir den Witwer. Hier geht es um einen Mann in einem Reifeprozess, um mögliche Vaterthemen, um männliche Ahnenlinie, die hier erforscht werden kann. Der Witwer schaut aber in die Zukunft, das gefällt mir gut. Hier entwickelt sich etwas im Unterbewusstsein, das sich noch nicht ganz rauskristallisiert und zeigt. Also es kann für eure eigene Entwicklung stehen oder für einen Mensch aus eurem Umfeld oder in der Partnerschaft. Und wir haben den Geistlichen in der Vergangenheit. Hier geht es darum, dass das Leben euch segnet, Gnade schenkt, euch ständig begleitet. Vielleicht geht es hier auch um die Trennung von einem bestimmten Menschen. Es hat schon bereits angefangen, diese Entwicklung, und das Leben begleitet euch, wofür auch der Stern spricht, von der großen Arkana her betrachtet.
In der nächsten Zukunft dürft ihr nämlich zuversichtlich sein, ihr bekommt neue Hoffnung, auch das passt zum Stern dazu. Ihr lasst euch hier nicht unterkriegen, auch wenn manche Sachen vielleicht etwas verzwickter sind als sonst. Es geht mit Sicherheit um den Verdruss und das münze ich hier eher auf diesen Witwer. Vielleicht ist der hier in Verdruss, weil ihr euch nicht mehr alles gefallen lasst oder ihr seid selber in der Entwicklung und wenn er möchte, darf er jetzt nachziehen. Vielleicht schafft er das nicht so leicht. Schaut mal, mit welchen Menschen ihr es hier zu tun habt. In eurem Umfeld haben wir die Traurigkeit, ja? Also hier gilt es zu heilen. Hier gilt es, euer Umfeld zu beobachten, wer tut euch gut, wer nicht. Vielleicht bereitet euch hier jemand Traurigkeit. Vielleicht ist aber auch euer Umfeld ständig traurig und deprimiert und frustriert, also ihr seid ja nicht gezwungen mitzumachen, geht nicht ins Mitleid, sondern geht ins Mitgefühl. Ihr hofft oder befürchtet die Sehnsucht, ihr hofft ihr auf die Erfüllung eurer Herzenswünsche. Vielleicht sind das auch Herzenswünsche, die in der Kindheit bereits Fuß gefasst haben. Vielleicht kommen die jetzt so richtig zum Vorschein. Ja? Also dann greift nach den Sternen. Setzt sie um. Lasst es nicht nur Träume bleiben, konkretisiert sie. Dafür seid ihr selbst verantwortlich und niemand anders. Ja? Und der Ausgang, da haben wir die Witwe, die Fröhlichkeit und die Liebe. Hier kann es sein, dass eine Partnerschaft auf eine neue Ebene kommt, weil die Witwe sich neu verliebt, neue Einblicke in Sachen Liebe gewinnt, weil sie mit dem Leben in Kommunikation getreten ist. Das kann aber auch sein, dass es um eine Trennung geht, weil die Witwe jetzt sagt, ich habe mich für die Leichtigkeit in der Liebe entschieden und da will diese Witwe jetzt hin. Damit hat sie schon in der Vergangenheit angefangen, denn sie blickt dorthin. Unter dem Deck haben wir den Verlust. Das würde jetzt genau zum Thema passen, das ich in den Raum gestellt habe. Hier kann es um Verlustängste gehen, um Loslassprozesse, denn alles, was jetzt nicht mehr in euer Leben passt, darf gehen, um euren Sternen immer näher zu kommen. Ich freue mich für euch, das hat Kraft, liebe Schützen. Ich ziehe euch jetzt zum Abschluss noch einen Kreis der Göttin, welches Thema euch hier noch begleiten möchte, in der zweiten Junihälfte. Hier geht es um die Verspieltheit, ja? Wir hatten ja hier das Kind. Werdet wie die Kinder, geht in die Leichtigkeit, geht in die Freude. Was macht euch Spaß? Erlaubt ihr es euch, Spaß im Leben zu haben? Also bitte, geht dem hier nach. Das ist sehr kraftvoll. Ich hoffe, ihr spürt das mit mir, wenn ich die Karten hier lege. Das hat echt Saft. Ich wünsche euch auf diesem Weg viel Erfolg. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das eingeht, für alle lieben Kommentare, die ihr mir hinterlasst, für private Legungen und freiwillige Spenden. Findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Auch hier sei euch herzlich gedankt und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.